Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2006 haben wir in Berlin die Möglichkeiten direkter Demokratie deutlich vereinfacht. Ja, ich behaupte, wir haben diese Instrumente überhaupt erstmal zu etwas gemacht, was die Berlinerinnen und Berliner auch nutzen können, um in politische Prozesse initiativ und gegebenenfalls auch korrigierend einzugreifen. Das hat damals funktioniert, weil wir uns in diesem Haus zusammengesetzt und gemeinsam beraten, Kompromisse herbeigeführt haben. Die Koalition hat damals sehr offensiv das Gespräch mit der Opposition gesucht, nachdem die Vereinfachung der direkten Demokratie Bestandteil der ersten rot-roten Koalitionsvereinbarung geworden war und nachdem wir für die Bezirke, das war damals der erste Schritt, gemeinsam vereinfachte Möglichkeiten von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren durchgesetzt haben. Die SPD wollte damals unbedingt die Richtlinienkompetenz des regierenden Bürgermeisters. Wir sehen, es hat ihnen auch nicht wirklich was genützt. Aber das war auch damals Bestandteil dieses Kompromisspapiers und hat die SPD aufgeschlossen, über die direkte Demokratie intensiver nachzudenken. Das ist nun bald alles 8 Jahre her. Inzwischen sind Volksentscheide und Bürgerentscheide in den Bezirken aus der Stadtpolitik nicht mehr wegzudenken. Ja, es gibt immer noch diverse Schwierigkeiten, sowohl bei SPD und Union, die immer noch tricksen und manipulieren. Bei Terminfestlegungen, bei der Mobilisierung für ihre Positionen. Und ja, das haben wir hier öfter festgestellt, es gäbe aus der praktischen Erfahrung der zurückliegenden Jahre, der zurückliegenden Initiativen und Entscheide, manches zu novellieren, manches zu verbessern. Da ist die Frage der Quoren und der Höhe der Quoren. Sind die noch geeignet? Müsste man die Verfassung ändern. Da ist die Frage von fakultativen Referenten. Da ist auch die Frage der Terminfestlegung, da ist auch die Frage der Kostenerstattung. Vieles von dem ist jetzt bei Herrn Kollegen Dr. Behrendt auch so zwischen den Zeilen immer mal durchgedrungen und manches mehr. Manches ging damals wegen des Vetos nicht einzelner Fraktionen, insbesondere der CDU, auch der SPD, damals auch noch die FDP, an die erinnern wir uns hier kaum noch. Manches ist uns im Laufe der Zeit an Erfahrungen zugewachsen. Und jetzt hatten wir das Tempelhof-Desaster der Koalition. Und wir hatten dann den Schnellschuss von Salé, der suggerieren wollte, die SPD habe aus Tempelhof gelernt. Die wünscht sich nun verbindliche Volksbefragungen, zum Beispiel zu Olympia und zur A100. Und dazu wurde dann von eben jenem Salé eingeladen. Die Opposition hat das zu Recht nicht wahrgenommen, weil sie sich in dieser Frage nicht vor den Karren der SPD spannen wollte. Meine Damen und Herren, und nun das. Die Grünen wissen natürlich genau, dass das Thema nicht nur sie umtreibt. Und dass wir dieses Thema auch nur dann vernünftig angepackt bekommen, wenn wir uns mal zusammensetzen, wenn wir uns verständigen, Spielräume und Vorstellungen ausloten. Genau das war ja der Grund, warum wir, Opposition, auch Koalition, uns verständigt haben, dass sich die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zusammensetzen und mal eine gemeinsame Agenda entwickeln. Und deswegen bin ich hier einigermaßen verwundert, dass jetzt hier schon mal vorwegnehmend gleich ein kompletter Gesetzentwurf in die Arena geworfen wird. Der ganz nebenbei natürlich ausblendet, dass man, wenn man es wirklich ernst meint, sich natürlich auch die Verfassungsvorschriften angucken muss. Das wissen wir doch. Also was soll das denn? Das dient der Sache aus meiner Sicht nicht. Nachdem jetzt Herr Salé verstanden hat, dass die ersten Vorstöße vielleicht nicht ganz so glücklich waren, kommt jetzt der Vorschluss nach der gleichen Methode von den Grünen. Und das alles nur für ein bisschen Raum im parlamentarischen Schaufenster. Bin ich nicht so richtig glücklich drüber. Nee, das hat mit Demokratie nichts zu tun, lieber Kollege. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, sondern das ist genau dieselbe Nummer, die Sie und wir gemeinsam bei Salé kritisiert haben. Man wirft was auf den Tisch und macht erst mal, versucht erst mal schnell einen Punkt zu machen und sich danach hinzustellen, jetzt rede ich, und sich danach hinzustellen und zu sagen, wir waren es, wir die Grünen waren es, die immer Guten waren es. Das ist die Methode, die wir auch schon hatten. Des Kollegen Dr. Behrendt? Ja, selbstverständlich. Bitte. Herr Kollege Lederer, ich verstehe Sie ja sehr gut, aber mit wem haben Sie eigentlich hier im Haus den Antrag obligatorische Referenden bei Privatisierungen vorher besprochen? Das ist sogar ein verfassungsändernden Antrag, den Sie hier im Alleingang eingebracht haben. Mit wem haben Sie denn da vorher das Gespräch gesucht? Also lieber Kollege Dr. Behrendt, den Vorschlag haben wir damals eingebracht, weil das hier auch gar keine vorweggenommene Debatte gab. So. Das ist ein bisschen anders als bei der ganzen Frage, wie wir mit der direkten Demokratie zukünftig umgehen wollen. Da gibt es hier sogar Absprachen im Haus. Und zwar zwischen den parlamentarischen Geschäftsführern und den Fraktionschefs. Der hat die Grünen aber an der Stelle nicht interessiert. Ihr macht das jetzt einfach aus einem Grund. Ihr wollt wieder die Guten sein. Und die Frage, die so ein bisschen riecht nach, wer hat jetzt sozusagen wem sein Förmchen weggenommen, das ist auch eher politischer Kindergarten. Nehmen Sie es mir nicht übel, lieber Kollege Behrendt. So. Nein, Kollege ich will mal Lauer sagen, hat auch ich will noch mal sagen, wie man. Frage. Bitte?
Der Kollege Lauer hat auch noch eine Frage. Na klar, der Kollege Lauer hat auch noch eine Frage. Weil wir hier gerade bei der historischen Antragsstellungsbewältigung sind. Herr Lederer, als rechtspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion, können Sie mich auf den aktuellen Stand bringen, was der Antrag der Grünen-Fraktion zum Transparenzgesetz, der ja auch so ein Schnellschuss war, im Moment macht? Wie weit ist es denn da mit den Beratungen? Ach, wissen Sie, das ist schon so lange her, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber es scheint den Grünen auch nicht besonders wichtig gewesen zu sein, das miteinander zu verhandeln. Aber um es auch mal deutlich zu machen, man kann es auch anders tun. Man kann zum Beispiel, wie es die Piraten gemacht haben, den Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen ein Positionspapier zuschicken und zu sagen, das sind unsere Positionen, was sind eure Positionen, lasst uns gemeinsam drüber reden. Ein solches Papier habe ich heute bekommen und ich kann Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zusichern, dass Sie von unserer Fraktion in den nächsten 3 Wochen ein solches Positionspapier auch bekommen. Mir scheint das der bessere Weg zu sein. Das scheint mir der Weg zu sein, wo man zu gemeinsamer Verständigung kommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle wieder zum Verabredetenverfahren zurückkehren, dann glaube ich, gibt es eine größere Chance, dass wir gemeinsam Verfassung und Volksabstimmungsgesetz ändern, als mit solchen Methoden Saleh. Vielen Dank.